Eine neue Anregung für euch seht ihr hier. Ich habe ein Nandu-Ei. Habe auch dieses Mal aufgepasst. Ist mir nämlich passiert, habe falsch rumgehalten. Hier oben kommt nachher wieder ein Bändchen dran. Den kann man das aufhängen oder man kann es als Deko auch nur hinlegen. So, dieses Ei habe ich vorbereitet. Den Ansatz eines Schuhs. So, wenn man das Ei hinstellt, seht ihr hier oben ist das Schuhende, habe die Schnürsenkel. Hier unten ist ja das Ei zu Ende und deswegen, da kommt auch nichts weiter hin, weil es hängt ja nachher so. Und hier oben werde ich ein Kätzchen reinmalen. Eins habe ich schon mit einer Katze bemalt. Da habe ich auch ein Video von ihr gedreht. Und ich werde ihr zeigen, wie ich die Naht in diesen Schuh hier reinbekomme. Also mit Acrylfarbe vorgezeichnet, hatte wieder eine Vorlage. Und hier oben sieht man die Naht und die male ich natürlich nicht rein, sondern bringe die mit meinem Fräser an. So, habe ja schon vorgezeichnet und nun könnt ihr sehen, zieht man mit dem Fräser diese kleinen Striche, was denn eben wie eine Naht aussieht. So, hier unten genau das gleiche und hier kommt noch eine Naht rein. Ihr habt ja eure Vorlage und da kann man dann gucken, wo die Nähte verlaufen. Und ich wollte euch nur zeigen, dass das eben mit dem Fräser viel einfacher geht. Also, viel Spaß beim Nachbauen. Das Ergebnis zeige ich euch dann später mit dem Kätzchen. Tschüss!